Gestellte Mannschaft von Bayer Leverkusen zu erkennen an den weißen Trikots mit 1:0 in Führung. Andreas Thom, der Torschütze, der, wir werden das in der Wiederholung sehen, den Ball mit dem rechten Außenriss an Jan Eriksson und mit dem linken Innenriss an Torwart Geri Ehrmann vorbeilegte. Kaiserslautern vorübergehend stark verunsichert, kam in der 26. Minute zum Ausgleich durch Stefan Kunz, der sich im Zweikampf gegen Markus Happe durchsetzen konnte. Mit diesem Treffer fand der FCK sein inneres Gleichgewicht wieder. 31. Minute. Michael Losch, der ein starkes Spiel machte auf der rechten Seite im Zusammenspiel mit Ciriakos Forza. Dann Andreas Brehme und Martin Wagner, die gemeinsam das 2:1 erzielen. Brehme schoss Wagner an. Keine Chance für Torwart Rüdiger Vollborn in seinem 344. Bundesligaspiel. 2:1 für Kaiserslautern in einem offensiven, intensiven, hochklassigen Bundesligaspiel zur Halbzeit. Und nach Seitenwechsel gleich das 3:1 für die Pfälzer durch Stefan Kunz mit seinem 6. Saisontor. Der 31-Jährige ist auch in dieser Saison der beste Stürmer beim FCK. Leverkusen verkürzte durch Thoms Flanke, die Kirsten über den Scheitel rutschen ließ, noch auf 2:3. Kaiserslautern gewann 3:2 und hält Anschluss zur Tabellenspitze.